So, willkommen zurück zu Fire Emblem, The Sacred Stones. Jetzt das Kapitel 1, Flucht. Ja, auf jeden Fall willkommen zurück. So, Prinzessin Tarnor, Grado Streitmacht drückt an. Wie jetzt schon? Ah, wir hatten nicht genug Zeit. Milady, wir haben nicht genug Waffen, um unsere Stellung zu verteidigen. Wir müssen zu Schloss Fredia zurückkehren. Unmöglich, nicht jetzt. Wir haben Eirika und ihre Gefährten noch nicht gefunden. Eirika ist meine Freundin und sie braucht meine Hilfe. Ich lasse sie nicht im Stich. Oh, ich weiß. Geh und bitte Vater, ich meine König Heiden, um mehr Truppen. Ja, euer Hoheit. Eirika, bitte halte durch. Commander Bregult, der Feind scheint seine Stellung im Schloss zu verstärken. Sie sind zäh, aber sie werden uns nicht aufhalten können. Wie lauten eure Befehle, Sir? Ha, Befehle? Haltet eure Stellung und seht zu, ich selbst werde sie zerquetschen. Wie ihr befehlt, Sir. Wortwörtlich, ihr macht ein Critical, ey. Ha, das blüht euch, wenn ihr euch meine Lanze stellt. Ja, ist klar. Das Verhältnis kennen wir ja schon. Sofort stehen bleiben, ruft eure Truppen zurück und kehrt um. Oder ihr werdet euch mit mir messen müssen. Ach ja, und wer magst du sein? Wer, eh? Ich bin Tana, die Prinzessin von Fredia. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mein Land noch länger bedroht. Frelias königliches Gehör, wie? Wie entgegengekommen. Verlasst sofort dieses Schloss. Fügt ihr mir Leid zu, werden mein Vater und mein Bruder euch bis ans Ende der Welt jagen. Ja, ich hörte, wie abgöttisch König Heiden seine kostbare kleine Tochter liebt. Finden wir doch heraus, wie sehr dies dir weiter entspricht. Du wirst mir eine nützliche Geise sein, meine Liebe. Schnappt das Mädchen und sperrt es ein. Sofort, Sir. Ja. Dummes Blach. So, Seth, sieh doch. Ich sehe, es scheint, als hätte Grados Armee Frelia bereits erreicht. Prinzessin, dieser Ort ist gefährlich. Wir sollten Mulan meiden und direkt zum Schloss reiten. Aber wir können das nicht einfach ignorieren. Du warst dabei, als Renais fiel. Du hast gesehen, was auch ich sah. Du hast gesehen, wie sehr das Volk unter der Gnude... Das ist eine Gnude, verdammt normale. Von Grados Soldaten leihen musste. Häuser wurden zerstört, Besitztümer gestohlen, Frauen entführt. Na, warum wohl? Jeder, der Widerstand leistete, wurde ohne weitere Frage, ohne zu zögern, exekutiert. Bitte, Seth, ich kann nicht zulassen, dass dies auch hier geschieht. Ich will nicht sehen müssen, dass noch mehr Menschen unter Grados Grausamkeit zu leiden haben. Also gut, Prinzessin, ich verstehe, vielleicht können wir Mulan zurückerobern. Aber Prinzessin, ihr müsst mit größter Vorsicht vorgehen. Auch euer eigenes Volk braucht euch. Selbstverständlich, Seth, komm, lass uns gehen. Ja. Lady Eirika, wie lauten eure Befehle? Ja, ist klar. Zuerst... Ach, ich kann das noch gar nicht ändern, deswegen. Ja, ich muss Seth da einstellen. Ja, ist klar, weil er eine Axt hat. Ja. Ich glaube, ich hätte doch auf normal spielen sollen. Egal, egal, egal. Seth, ich muss wissen, was hier geschieht. Ich werde diesem Haus einen Besuch abstatten. Wirst du. Finde ich unnötig. Mal schauen, was er sagt. Ja, ist gut. Ach verdammt, von gerade hat das Schloss eingenommen. Es scheint, als würden sie auch das Schlosstor kontrollieren. Ein geschickter Zug, das Tor bietet ausreichend Schutz. Auch kann man sich dort erholen. Sie müssen wilde Krieger sein, wenn ihnen dies gelungen ist. Seid auf der Hut. Das sind Festungen. Ist das die Prinzessin von Renais? Hahaha, das muss eigentlich mein Glückssack sein. Ruhm und Reichtum sind mir sicher. Vorwärts, ihr Schnecken, bringt mir dieses Mädchen. Oh, wir kriegen Unterstützung. Sir Gilliam, ist das Mulan? Haben wir bereits Frelias Grenze erreicht? Ei, das haben wir. Ihre Hoheit, Prinzessin Tana, sollte sich im Schloss aufhalten. Aber seht nur, das Land wimmelt von gerade Soldaten. Wo ist die Palastwache? Ist Mulan gefallen? Sind wir zu spät? Lässt sich von ihr aus schwer beurteilen. Prinzessin Tana befindet sich nicht in Gefahr, wenn sie sie als Druckmittel einsetzen wollen. Wir Männer der östlichen Garde werden für ihre Sicherheit sorgen. Ja, natürlich. Wir dürfen nicht aufgeben, wir müssen los.
Wir müssen das Schloss befreien. Dann reiten wir los, um Prinzessin Erika beizustehen. Ich trage die stärkere Rüstung. Ich übernehme die Spitze, haltet mir den Rücken frei. Und jetzt sehen wir mal, wie er kämpft. Ja, auch er ist so ein fetter Ritter. Aber ich habe keine Ahnung, woher er Schaden genommen hat. Ja, ist gut. Sir Gilliam, seid ihr unversehrt? Es ist nur ein Kratzer. Wartet, ich habe ein Heilmittel dabei. Lasst es mich euch geben. Ja, ist gut. Müssen wir gleich machen. Yo. Muss ich hier leider verwenden. Danke, Junge. Wenn ihr erlaubt, Sir, als ich noch ein frischer Rekrut war, hat mir General Sif etwas beigebracht. Er sagte, dass jeder Soldat seinen Part übernehmen könnte. Dies trifft auch auf den unerfahrensten von allen zu. Wartet, was ist los? Dieser Ritter, ist das General Sif? Und seine Begleiterin muss Lady Erika sein. Oder Erika. Keine Ahnung, sorry. So, ist aber komplett Schnuppe. Wir killen jetzt erstmal diesen Soldaten. Mit Franz. Aber nicht aus Sissy und Franz, ne? So, jetzt kämpfen wir dem ja mit Rapier. Boah, 14 Critical, das ist schon echt übel. So, Stahlschwert. Zu einfach. So, was machst du jetzt? Ah, du machst das. Okay, Franz greift an. Aber er stirbt schon, der Soldat. Mickrick. So, erstmal ein Rapierangriff. Schade, dass kein Critical kommt. Aber egal. An dem Spiel hat man sich ja sowieso schon gesehen gehabt, dass es sich wirklich etwas verändert hat im Kampfbildschirm. Finde ich viel geiler. Sieht geiler aus, auf jeden Fall. Kann sich sehen lassen. So, ich weiß jetzt nicht, was ich mit ihm hier machen werde. Du gehst dahin. Na, jetzt dachte ich mir schon, dass er angreift. Oh, bei 86% daneben, nicht schlecht. Hatte ich nicht erwartet, deswegen. Okay, ja, die Werte sind schlecht. Na, Verstärkung. Ich habe sie gefunden, Nachzügler aus Renais. Lasst sie nicht entkommen. Tja, die Penner haben uns noch gefehlt. Deswegen machen wir sie auch gleich schon wieder. Jedenfalls den einen. Und das ganz schnell. Boah, die nerven einfach nur, ne? Man muss die schon vernichten dann. So, langsamer Ritter. Jo. Auch besiegt. Erika muss ja auch ein bisschen Punkte haben. So, dich nehmen wir dahin. Du musst ein bisschen aufladen. Auch wieder One-Hit. Mit einem Stahlschwert macht er einen One-Hit, ey. Also ich fände Seth sehr überpowered. Also am Anfang ist er sehr überpowered, aber dafür bekommt er auch sehr, sehr wenig EP durch diese Angriffe. Deswegen sollte man da schon eher mit den anderen spielen. Weil hier drei, ne? Das ist nix. Das ist wirklich kaum etwas. Ja, sollte man nicht machen. Sollte man einfach nicht machen. So, hier stehen die Chancen recht schlecht für uns. Deswegen müssen wir warten. Beten wir erstmal jetzt noch. Gucken wir mal, was er sagt. Bah! Welch Haufen wertloser Hunde hat man mich nur zugewiesen. Tja, anscheinend sehr viele. Dumme. So. Und besiegt. Das kann nicht sein. Ja, das war's. Briguet. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, wir haben Vorteil, weil Rapier halt gut ist gegen ihn. Warum geht die Stärke nicht hoch, verdammt normale? Waffenlevel. Geil. Ich weiß.
Jetzt muss ich nämlich noch das Teil besetzen, das wird mir das Tutorial nochmal ganz gerne sagen. Okay. Prinzessin Turner, Sir Gilliam. Es tut mir leid, es lag nicht in meiner Absicht, euch so viel Kummer zu bereiten. Es war kein Kummer, ich lebe, um zu dienen, Prinzessin. Tana, Eirika. Bist du das wirklich? Nein, sie tut nur so. So, Tana, was machst du hier so weit entfernt von Schloss Frelia? Ich hörte, dass Renas gefallen ist und daher war ich so besorgt. Aber es freut mich zu sehen, dass du wohlauf bist. Warte, wo ist April? Geht es ihm gut? Ich wünschte, ich wüsste es. Du hast nicht von ihm gehört, aber ich hoffe, es ist ihm nichts zugestoßen. Komm, wir müssen Schloss Frelia erreichen, um weitere Textpassagen durchzunehmen. So, mein Vater weiß vielleicht mehr. Vielen Dank, Tana. Ja, ganz viel Text ist es. So, sehen wir jetzt die Karte. Eirika und ihre Gefährten haben das Grenzschloss befreit. An der Seite von Prinzessin Turner von Frelia reiten sie auf die Hauptstadt Frelias zu. Yay. Oh, Tana, ich freue mich so sehr, dass du unversehrt wieder zu Hause bist. Du hast keine Ahnung, wie besorgt ich war, als ich hörte, dass du an der Grenze zu Mulan angegriffen wurdest. Ohne meine Erlaubnis darfst du nicht wieder gehen, hast du verstanden? Seid nicht böse, Vater, seht doch, ich bringe euch gute Neuigkeiten. Eirika, komm her. König Haydn, ich bin erfreut, euch wiederzusehen. Selbst in diesem von Trauer erfüllten Zeiten. Ah, Eirika, es erfreut mein Herz. Entschuldigung, dich in Sicherheit zu wissen. Scheiß Mikro. So, ich danke euch, ich konnte aus dem Schloss entkommen, bevor Renna es fliehe. Aber ich weiß nicht um meinen Vater. Ja, ich habe Nachricht über deinen Vater erhalten. Eure Hoheit, bitte sagt es mir, ist mein Vater unversehrt? Mein Freund König Fado hat den Fall von Schloss Renais nicht überlebt. Nein, das kann nicht sein. Es sei dir versichert, dass gerade für diese feige Tat bestraft werden wird. Naja, feige war es nicht wirklich, da waren genug Leute, um zu erledigen, aber wir werden später erfahren, wer ihn umgebracht hat. So, dies sei im Namen Frelias versprochen. Eirika, bitte bleib hier und ruh dich aus. Ich vermag es mir kaum vorzustellen, wie erschöpft du sein musst. König Haydn, ihr habt doch von Prinz Abrahams Verschwinden gehört, oder? Ja, wir hörten, dass der Prinz und seine Männer gerade bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu schwächen versuchen. Man sagt, dass er seine Truppen sogar bis ins Imperium selbst geführt haben soll, und das stimmt sogar. Berichte lassen vermuten, dass er die Grenze überquert hat. Und jetzt in Renwald kämpft. Ja, das ist richtig. Mein Bruder kämpft? Ja, mein Bruder, er kämpft weiter, selbst jetzt noch? Ja, so ist es. Meine Pegasus-Ritter haben für diese Information einen hohen Preis bezahlt. Obwohl Renas gefallen ist, dringt er immer weiter ins Herz des Imperiums vor. Er ist wahrhaftig Fados Sohn. Was für ein tapferer Bursche. Ich wünsche nur, ich wüsste, dass er bei guter Gesundheit ist. Doch leider ist mir dies nicht bekannt. König Haydn, ich danke euch für euer Angebot, aber ich kann nicht bleiben. Ich beabsichtige, mit Verstärkung an die Seite meines Bruders zu eilen. Das kann ich nicht erlauben. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber dieser Plan wäre reiner Selbstmord. Ich würde Fados Andenken verraten, würde ich dich solcher Gefahr aussetzen. Bleib hier, ruhe dich aus und traue, überlass diesen Krieg in den Kriegern. Ich weiß, dass ihr es nur gut meint, euer Majestät, aber ich habe meinen Vater verloren und mein Zwillingsbruder schwebt in Gefahr. Und was für einer. Mein Bruder, er ist ein Teil von mir. Ich kann hier nicht tatenlos ruhen, während er sein Leben aufs Spiel setzt. Nein, Renas hat keine Armee mehr, gerade Streitmacht hat sie dezimiert. Ich wünschte, Frelia könnte dich mit Soldaten unterstützen, aber mein Sohn Indas befindet sich bereits auf dem Weg. Um sich der imperialen Macht zu stellen, wir können keine einzige Brigade entbehren. Die Ritter deines eigenen Gefolges können sich unmöglich allein gegen Grado stellen. Bist du denn so wild entschlossen zu gehen? Ja. Ich entschuldige mich. Genauso resolut wie dein Vater, wie? Was mache ich nur im Angesicht soll verwegener Entschlossenheit? Vanessa? Ja, hier, euer Hoheit. Mulder? Ihr habt gerufen, mein König. Gilliam? Ja, Sir. Ihr werdet Prinzessin Eirika von Renais in das Territorium von Grado begleiten. Ich erwarte von jedem von euch, ihr hilfreich zur Seite zu stehen und auch ihren Bruder mit all eurem Können zu unterstützen. Eine große Verantwortung, die ihr uns damit übertragt. Egal, was sich uns in den Weg stellt, wir werden unsere Pflicht erfüllen. Unser Leben gehört euch. Meine Güte. Unter unseren Vasallen, sie werden sich auf deine Reise ohne Zweifel als überaus wertvoll erweisen. Ja. Ungefähr ja. Vergiss nicht, du wirst hinter die feindlichen Linien geraten. Du wirst jede Menge Versorgungsgüter benötigen.
Ich werde einen Versorgungswagen vorbereiten lassen. Darin kannst du deine Waffen und Verpflegung transportieren. Er wird stets an deiner Seite bleiben. Egal wie weit du auch vom Weg abkommen magst. König Heiden, ich danke euch. Nein, spar dir deinen Dank für den Zeitpunkt deiner Rückkehr auf. Zusammen mit deinem Bruder Prinz Abraham. Ja, euer Hoheit. Und wir kriegen noch 5000 Gold. Yay. Erika, du hast doch nicht etwa wirklich vor, dieses Wagnis einzugehen. Ich mag es mir nicht vorstellen, wie du dich gerade fühlst. Aber dies ist einfach viel zu gefährlich. Aber was würde geschehen, wenn Gradus Männer dich gefangen nehmen? Ich danke dir für deine Sorge, Tana, aber ich habe keine Wahl. Verstehst du es denn nicht, Tana? Ich muss gehen. Erika, oh, warum muss dies nur geschehen? Was ist nur aus dieser Welt geworden? Naja, man sieht's so. Warum fällt sich gerade so? Imperator Vigado ist ein Mann des Friedens, ein Volk liebt ihn. Und du, Abraham, seid doch Freunde von Prinz Leon. Was mag hinter diesem Wahnsinn stecken? Warum geschieht all dies? Ich habe keine Antworten für dich, Tana. Ich will es selbst nicht wahrhaben, aber die Wahrheit ist, dass wir uns im Krieg befinden. Wenn ich nichts unternehme, könnte ich meinen Bruder verlieren, so wie ich meinen Vater bereits verlor. Deswegen muss ich kämpfen. Das ist die einzige Antwort, die ich im Moment habe. Eieiei. So viel Text, Passagen und ja, damit sage ich schon mal ciao. Leute, ich bin der Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und...